Das brauchst du. Den kannst du behalten, dabei. Passt. Und geh weg. Der Karol bleiben ist mir wurscht. So, was kann man in der Zwischenzeit eigentlich noch machen? Ham. Ich hasse dieses Ding. Also ich kann mal ein bisschen was herzeigen. Zum Beispiel, was wir als nächstes machen werden. Denn diesen Energy Collector. So sieht Und die aus. Treppe nach oben. Ich Sechsmal sag uns nichts. Glowstone, wie ich gesagt habe. Glas, Diamond Block und eine Furnace für den Energy Collector. Der bezieht, so wie die Solarpanel, seine Energie von der Sonne. Und somit kannst du dann auch dann was kann man damit machen? Wichtige Sachen. Zum Beispiel, da wird zum das Höchste, was man damit erreichen kann, ist na, wie heißt denn das noch schnell? Auf jeden Fall, das kann man damit machen. Moment, so, We hier. can never Das da, summon genau. The short Nidorenalis long. Fuel. Und der wird ausgemacht aus Morbius Fuel und nicht, also man kann das aus vier Morbius Fuel machen und den Philosophensteinchen. Erreichen 6 Diamanten fürs Erste. Ich brauche 9 Stück. Oder zumindest, Oh. ja, es reicht zumindest, wenn ich mal einen habe und dann in Transmutationsdings reinleg und dann die restlichen 2, 8, 16.000 müssten wir dann halt Punkt. so Remove machen. Pips remove. Ja, passt, dann kommen wir mit die 6 hier auf. Okay. Aber das Teuerste, was ich bis jetzt gesehen habe, ist Oder nicht? das, was man damit machen So, kann. best found 16.000, second 8.000. Beides braucht man. Ich glaube, Beides ist super. passt. Okay, und zwar Wo willst du dieser. was sehen eigentlich? The Ring of the Arcana ist bis jetzt das Teuerste, was ich jetzt gesehen habe. Denn Red Matter braucht man nämlich einmal Dark Matter und das einmal so rundherum. Oh ja. Okay. Das ist verdammt teuer. Dann braucht man noch den Ring, den Hero Ring, den teuren Ring, den wir zum Fliegen verwenden. Und ein Harvester, Goddess Band und eben 5 von diesen Dingern. Das braucht man eigentlich nicht. So wirklich. Also. Keine Ahnung, wie viel MC dieses Ding hat. Auf jeden Fall ausreichend. Viel. Was ist eigentlich das Value Around? Was soll es Ja, heißen? in der Gegend, um den du gesucht hast, ist der Durchschnittswert den Wert, den du siehst. Achso. Okay, Diamant habe ich schon gefunden wieder. Okay, das ist Und gut. Lava. Und Lava. Lava ist nicht Der hat so jetzt cool. fast die Diamanten verbrannt. Und nur ein paar andere wertvolle Sachen. Mie zum Beispiel. Ja, dich unter anderem auch. Aber ich denke jetzt mehr an Diamantenbohrer und die Wünschelrute und das Bedback. Wann ist das scheiß Unwetter mal vorbei? Das zieht mich jetzt ehrlich schon an. Das gibt mir jetzt echt schon. Es nervt mittlerweile. Und hier regnet es, ja toll. Sehr realistisch. Das ist das. Die Realität von Minecraft. Ah ja, genau, was ich noch machen könnte, zeigen könnte im Vorhinein schon. Sollten wir ein Jetpack in nächster Ferne mal machen, was wir mal bestimmt machen, braucht man dafür, also nicht für das Jetpack, sondern fürs Überleben des Jetpacks, denn es hat einen sehr fatalen Bug im Multiplayer. Im Singleplayer nicht, so denke ich. Ja, schätze ich, hoffe ich. Ich weiß nicht, wir haben noch nie Singleplayer gespielt, aber ich habe gehört, es soll nicht so sein. Auf jeden Fall kriegt man da jede Menge Fallschaden. Wenn man abbremst, boom, Fallschaden. Wenn man nach oben fliegt und vorher ein Stückchen nach unten, also noch nicht aufgesetzt hat, kriegt man den Fallschaden dann hier auch dazu. Das heißt, man fliegt eine ewige Strecke, zum Beispiel geradeaus, ein bisschen hoch, wieder runter, hoch, runter, macht's boom irgendwann, wenn es den Boden berührst. Die ganzen Fallschaden bekommst du und dann bist du dort. Aus. So, jetzt brauche ich den Tree-Tap, damit ich das noch hier zeigen kann. Ja, hier. Denn wir brauchen Rubber. Obwohl ich könnte ja. Ich hätte es auch umbauen
wandeln können. Und unser Lieblingsbäumchen, yeah, mein Lieblingsbäumchen hat es auch wieder geschafft. Das ist schön. Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir nix. Negativ. Positiv. Found is positive. Und hast du den gefunden? Oder? Nein, der ist weit weg. Ja, wenn du 64 okay. eingestellt hast, dann ist es halt wirklich oft 64. Und mir verfolgt Lava. Ja, das ist eine andere Geschichte. Das ist kein Linksbäumchen. Das ist wieder ein Bäumchen. Schön. Ja. Jetzt wollte ich so viel zeigen und jetzt regnet es und die Diamanten fehlen und es ist alles weg und. Natürlich könnte ich es mir cheaten, ein paar Dinge, aber dann wär's ja kein Let's Play, dann wär's ja ein Let's Cheat. Together, haha. Ja, ja, das kommt hier rein. Zumindest 6 Stück davon. Denn einer kommt hier rein. Und wird auch hier archiviert, sozusagen. Damit wir den auch ich brenn. Ja. Das ist schlecht, wenn du brennst. Ja, bin ja gerade drauf gekommen. Ganz schlecht. Schrecklich. Okay. Wie viele Diamanten hast du jetzt insgesamt? 11. 11 Stück. Oh, damit geht sich doch schon einiges aus. Außer ja. ich verbrenne. Ja, außer du verbrennst, was wir nicht hoffen. Jetzt hätte ich einen Generator dringend gebrauchen können. Warum funktioniert das nicht? Warum ist das unten drin? Hallo? Also, so verpackt war es bei mir noch nie irgendwie wie jetzt gerade. Dass das nicht geht, ist mir klar, aber hier, Moment. Dass das wieder hier unten sein kann, ist ja unglaublich. Und da hier Blitz ist da, aber ich will. Wie viel ist denn das wert? 1. Okay, passt, weg damit. Und jetzt zeige ich euch die Rubber Boots. Diese tollen Dinger. Das sind das einzige, was hilft, euch am Leben zu halten. Und zwar, das sind Fallschadenverringerer. Was kann man zum. Oh mein Gott. Der Grabel hat mich fast umgebracht. Das war fatal gewesen. Also, zur Demonstration. Boom. Das Ding kriegt Schaden. Es hört sich zwar an, als hätte ich mir die Knochen brechen, tue ich mir aber nicht. Nur wenn die Fallhöhe zu groß ist, dann bekommt der Rubberboots jede Menge Schaden und ich auch. Und das ist eben sehr sinnvoll beim Jetpack. Wenn wir dann den coolen Ring hier haben, der ist, also dann kann man fliegen wie im Multiplayer, wie gesagt, wie im Multiplayer, wie, warum sage ich im Multiplayer? Wie im Creative Modus, und das heißt, man kriegt keinen Fallschaden. Egal, ob man jetzt ob man jetzt rauffliegt und dann voll runter oder nicht, das ist scheißegal. Dann kannst du mit dem Jetpack herumfliegen, ohne dass dir was passiert. Weil mit dem Jetpack bist du ein bisschen schneller bergauf als mit diesem Ring. Also als wie im Creative Modus. So, bist du mein Hündchen? Nein. Wo ist mein Hündchen? Keine Ahnung. Das funktioniert nicht. Warum? Keine Ahnung. Das hat er schon immer noch kann. Na, warum? Warum auch? Ist ja völlig egal. Hier steht ja auch nichts, weil hier ist leer. So, und jetzt wollte ich gerade einen demonstrieren. Das kann jetzt so drin sein. So, jetzt stellen wir es halt mal da hin. Vielleicht funktioniert es da besser. Vielleicht ist der Abstand schon zu groß und das ist sowieso so ein Scheißmaterial. Ja. Jetzt dürfte es auch hier funktionieren. Nein, das wäre falsch. So. Ja, 2 EU, das ist sehr gut. Es kommt jetzt alles hier rein. Frage ist nur, warum hat das vorher nicht funktioniert? Es gibt eine Theorie, die besagt. Was war das jetzt?
2 U, es verliert pro 5 Stück eine U, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Ein weniger. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder ein weniger. Also, dann hätte man schon mal einen von den weniger. Aber dann hätte man, es müsste sich normalerweise ausgehen. Es müsste normalerweise ausgehen. Keine Ahnung. Aber wir könnten ja auch aus Moment, Kabel. Kabel. Ja, das sind die anderen Sachen. Ultra-Low, Dings da, ja. Gold-Kabel, unisoliertes Kabel, Gold. Kann man nicht aus Silber auch ein Kabel machen? Nein, aus Silber geht's nicht. Dann aus Iron. Dann was? Refined Iron. HV-Cable. Ich hoffe, es sprengt damit nichts in die Luft. Deswegen stecke ich das hier jetzt mal ab. Dann hört er mal auf zu jammern. Und schauen wir mal. Müsste nochmal die gleiche Dings haben. Ja, es steht halt mal wieder nichts, ist auch klar. Hätte ich jetzt den Dings, den Bohrer, könnte ich das ein bisschen schneller abbauen. Aber ist okay, ist okay. Wir müssen sowieso warten, bis eine bestimmte Person wieder hier auftaucht. Werden. Tja, keine Ahnung. So ein gewisser Herr, Tommy. Ja. Noch nie was davon gehört. Von diesem Na. Typen. So, ist auch nicht so, okay. Null, null, null. Willst du mich verarschen, hey? Das kann's doch nicht sein. Das ist. Nein. Also, und jetzt ist finster noch. Ja, schön. Ah. Es ist einfach zu wenig wahrscheinlich. Es sind zu wenig von diesen Dingern, die das die ganze Ja, ich finde wieder mal Strecke. Eisen. Ich finde die 16.000. Ach, da sind's. Okay, ist es gut, wenn steht 41 oder 35? Na, das ist. Wenn es hoch ist, ist es näher, oder? Ja. Ja. Okay, ich habe irgendwo schon 500 gehabt. 500 ist keine Ahnung. Ich weiß die ganzen Zahlen alle nicht auswendig. Nein, man von 16.000 Dings. Value 500. Also was ist mit dem anderen bitte los? Ich kann hier irgendwie nichts mehr massakrieren. Das war ja nicht, das könnte auch eine geben. Ach so! Oh mein Gott, bin ich dumm. Ist ja klar, dass ich Ja. das nicht mehr einstecken kann. Ach. Ja, so blöd kann auch nur ich sein. Wenn ich das Gemahlene nochmal malen will, ist das mein Problem. Zinn, ich brauche nicht Zinn, ich brauche Iron, nein, ich brauche nicht Iron, ich brauche Refined Iron. High Voltage Cablechen. Jetzt ist genau finster. Da drin ist wahrscheinlich nichts mehr. Ich kann nichts überprüfen. Ich kann nicht schlafen gehen. Naja, könnte ich schon, aber hätte keinen Nutzen. Lava. Wie weit bist du eigentlich weg? Ich bin 195 Meter vom Haus weg. Irgendwo im Meer unten. Aha. Was macht man noch in der Zwischenzeit? Also das funktioniert ja nicht so toll, leider. Warum funktioniert das nicht? Es ergibt für mich immer noch keinen Sinn. Du könntest mit Essen overkommen. Essen. Ja, Ja. könnte ich machen.
Dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen spannender als hier gerade. Ja, aber jetzt vorher die ganzen Sachen in Sicherheit bringen. Wer weiß, was da unten alles auf uns lauert. Das brauche ich nicht, das nicht, das nicht, das brauche ich. Dann Refined Iron brauche ich nicht. Ich brauche eine Spitzhacke aus Ruby, nein. Das ist ein Ruby. Aus Eisen wäre es okay, aber. So, das sieht jetzt noch genau aus. Dann kann ich das reinschmeißen. Tree-Trap, na, Tree-Trap nehmen wir mit. Dann schmeißen wir rein. Das ist okay, so. Und jetzt komme ich, ja. Mit voller Begeisterung stürze ich mich hinab. Hey, Hund, Wurf, du kannst mitkommen. Du darfst nicht in den Nether, nein. Oh, scheiße. Ich hab Diamant gefunden, aber bei Lava. Schon wieder bei Lava? Geht das Ganze nicht sein. Oh, das ist jetzt richtig gefährlich. Da wird es Zeit, dass ich komme. Das badet richtig schön da drinnen. Oh, schön. Die Frage ist, wo du bist. Das ist eine andere Sache. Ich komme da mal entgegen. Ich bin jetzt bei dem. Ich sehe dich. Du siehst mich schon? Okay. Ja. Ich sehe dich nicht. Schau. Ah, doch, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Ein bisschen nach links, ja. Ja. Weil du genau warst. Da ist ein Glanz. Glanzlochel. Da. Da. Komm, kein Stückchen noch. Ah, da. Ah, da. Da komm her mal. Da, willst du was zu fressen haben? Ja. Ja. Und du gibst mir Diamanten dafür. Gib. Da war ein Creeper. Ja, das war eine super Rettungsaktion. Yeah. Ich hab's fast überlebt, ja. Fast, ja. Aber dann musst du deine Freunde immer mit aufnehmen. Ja, Ja? Ja, wie gesagt, Integrit, Creeper, überall. Ich hasse diese Typen. Wir sehen im normalen Minecraft ja schon schlimm, aber. Wenn das jetzt in der Nähe von Lava gewesen wäre, wäre es ja noch schlimmer. Oh. Oh, das wäre schlimm. Das wäre richtig bitter. Mir ladet noch alles. Aha. Es ist 20.19 Uhr. Am 21.05. 2015. Alter, ist der 21. Na, der 11. Habe ich 21 gesagt? Ja. Ja. Ich hab mir irgendwie alles eingesammelt. Also, das kriegst du nicht. Das Kolima, das kriegst du, das kriegst du, das kriegst du, das, da, das, da, das, da. Was das? Oh, Diamanten, ja. Nickel. Mein Schwertchen. Meine Rubber Boots. Dein Gold. Mein Tree-Trap. Mein Gold, ja, schön. Das da. Aber kann ich das wieder weg tun? Was ist mein? Das kriegst du noch. Remove, das weg. Das da und das da. Was ist das? Mixed Metal Ingot, aha. Ah, das Mixed Metal ist super. So, damit kann man irgendwas Wichtiges machen. Advanced Machine Block. Und die rot. So, und jetzt ist man da um. Ich bring Mäuse in Sicherheit. Bevor ich dir in deinen Tod folge. Dann können wir gleich mal Nickel einsammeln. Ja. Ist ja auch schön. So, das reicht. Das vielleicht noch. Du bist sicher. Wo geht's hier nach Hause? Hier ist das Home. Upp. Ah, das war knapp. Fast war der Baum gegangen. Aber nur fast. So haben wir wieder 4 Diamanten und wieder ist jawohl, reich an Diamanten. Ja, nichts mehr. Dann gehen wir jetzt auf die 16.000.
Das ist schön, das ist gut. Also wenn man Diamanten in... Ja, okay, es sind jetzt... Es sind so eigentlich für das normale Minecraft relativ viel Diamanten, ja, schon klar. Aber in TechGate ist es eigentlich für den Anfang nicht schlecht, aber später dann, wie gesagt, eigentlich... Ja, man kann damit was anfangen, aber nicht mehr so extremst viel.